Jumbo, moin, ihr Flügt und auch immer lieben Landratten und die Rädchen da draußen. Damit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online zusammen mit dem guten Toni. Kommt Hallo. Her, kommt ran. Wir müssen wieder kämpfen. Genau. So, und zwar geht's für uns weiter. Muss mal ganz kurz gucken. Geheimnisse müsste das nächste sein. Letztes Mal waren wir auf diesem Eisplaneten. Ja. Das müsste die Unmöglichkeit der Vernunft sein. Und jetzt kommt Geheimnisse. Untersuchen Sie eine Forschungsstation der Föderation, zu der wir den Kontakt verloren haben. The arrival of House Mokai forces from the past is a cause for concern. Ja'ula is a controversial figure, and we need to handle the situation with caution. The wrong move could spark an interstellar incident, and after recent events, that's the last thing anyone in the Alliance needs. I've arranged a simulation for you. I want you to experience Ja'ula in action. Get an idea on how she thinks and fights. You might be facing the real thing soon enough, and I want you to be ready if that happens. Akzeptieren. Sehr schön. Das wollte ich immer mal machen. Oh ja, schön, ich war toll. Defiant. Genau. So. Wir haben es auch übrigens einen Fehler aufgezeigt bei der neuesten Mission, weil in der Mission mit Tilly sagst du nämlich, dass unser Gegenstück gestorben wäre in ihrem Universum. Und jetzt in der neuen Erweiterung springt er da immer noch rum. Stimmt. Oder Tilly hat einfach gelogen. Ja, das könnte ich auch sein. Um geheim zu halten, was das Spiegeluniversum so geplant hat. Genau. So. Ach, bisschen. Ich bin vom Turbolift aus hingetransworbt. Also. Okay, ja, das transworb ich auch ein. Ein gigantisches Dominion-Schlachtschiff, die bei mir materialisiert. Eieiei. So. Huch. Ah ja, doch, passt. Oder? Ja. Ja, davon bist du. USS Bess. Mhm. Beginnen Geheimnisse. Delta Volanis Station voraus. Unsere Sensoren melden einige Schäden an der Station. Sieht so aus, als wäre sie vor kurzem angegriffen worden. Steuermann, bringen Sie uns rein. Es könnten getarnte Klingonen in der Nähe sein. Und nochmal. Echt? Bei wiederholt? Okay, bei mir war nicht. Ich scanne mal schnell dieses Mal. Jetzt zieht er jetzt hier weg. Ja. Oder nicht, dass das Weltraum hier vermüllt wird mit Überresten. Magnetit, ja. Ich hasse diese Antriebsstreifen. Ich hasse sie, Ja. Glad you were in the area. Weiß, was du meinst. Klingons just appeared out of nowhere. They can do that now, right? Unbelievable. Anyway, the whole thing was terrifying and strange. I mean, they shot at us, did some structural damage, knocked some sensor pods out of alignment and completely ruined my latest experiment, but... That's it. They had us. And they just left. Darf ich mal fragen, wo der ist? Der Hintergrund sieht nicht aus wie eine Föderationsforschungsstation. Nö. Sieht aus nach dem klingonischen Interieur. Ja, okay. Oder so. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so Torosana oder sowas. Ja, oder sowas, genau. Wie können wir helfen? Our tractor beam is offline. Actually, it's a fried little puddle of sadness, but offline sounded better. If you can, could you use your ship's tractor beam to move our sensor pods back into position? I'm sending the coordinates over now. That'd really help us get back to our research here. I mean, these gaseous anomalies won't analyze themselves, am I right? Das ist auch das Wichtigste jetzt nach einem Angriff, nach Verletzten und Toten eventuell. Erstmal die Sensorenpaddel wieder ausrichten. Ja, vor allem eine kleine schmorende Volltraurigkeit. Menschen klang besser. Naja. Oh, shit. Ja, gut, wir kümmern uns darum, Doktorchen. Halten Sie sich bereit. Mhm, genau. Dann, einmal. Schön, dass es einfach so hält.
Ja, es wirkt wie, als ob man die Dinger einfach rauf und runter fahren könnte, oder? Ja, ja, genau. Klingons are happening. A lot of Klingons. They're coming this way fast. Alter Falter. Shields up. Weapons high. Roter Alarm. Auf die Gerichtsstation. Das hat man dem eigentlich in der Akademie beigebracht. Panik? Das ist so ein kleiner Bäumlerverschnitt hier. Ja, ja. Ja, ja. Alles schon geklärt. Abteil von der Brücke. Eingehende Ruf, er kommt von Sternbasis 1. Auf den Schirm. This is Kensington. Sounds like weg. The Klingons are making a push in that sector. We're sending some backup your way. Mons still analyzing these attacks. Admiral, könnten Sie schneller reden, die Klingonen greifen an. In the meantime, I need you to hold that system and protect the station. Stay sharp out there. Good hunting. Ja, daher, danke Admiral. Boah, eine Güte hier. Unverschämt über mitten beim Telefonat. Echt mal. Ah, guck an. Die Discovery. Nee. Glenn. Genau. Genau. This is the Glenn. Heard you could use some help. Boah, ich meine, eigentlich hätten wir es auch allein hinbekommen, aber wir nehmen es mal mit. Ja. Ja. Die Glenn rufen. There'll be time for formalities later. Right now we've got a problem. Several actually. The Klingons beamed multiple boarding parties over during the fight. We're a research vessel. Our security forces are getting overwhelmed. If you could send some people over to help, we'd be much obliged. Wir sind auf dem Weg, Captain. Captain, die Glenn benötigt Hilfe dabei, Enterkommandos abzuwehren. Möchten Sie herüber? Es ist eine Frage der Möchten wir? Hast du gerade Lust? Hast du gerade Zeit, Toni? Oh, oder? Ich weiß nicht. Ich habe mir gerade Badewasser eingelassen. Ja, ja auch. Mein Essen kommt auch gleich. Und eine neue Folge von Lower Decks ist draußen. Also. Genau. Ja, dann auch, ja. Wenn dann schnell jetzt. Ne? Also dann genau. Das kann ich noch reinquetschen. Okay. Ich verstehe es nicht. Das sind vorsichtflutliche Klingonen, warum die gegen unsere Technik überhaupt Chance haben sollen, das ist eh. Ja. Ja. Dinge. Plot. Ich hab Plot auch, ja. Plot Amor. Also wenn das Beam so lange dauert, dann wird mein Essen kalt. Ja, genau. Na, geht doch. Ja. Alter, bin schon jemand. Mit Sicherheitsoffizier sprechen. Thanks for coming. The captain still has control of the ship. She's waiting for you on the bridge. Unfortunately, the Klingons have several boarding parties between you and the bridge, and they're not taking prisoners. Verstanden. Bleiben Sie auf der Hut. Ja. Hast du nicht meinen Namen gekriegt, die arme Frau? Da sind ein paar Klingonen.
Muss ja sagen, mit der Nadel vorne dran sieht es ein bisschen aus wie dieses Untersuchungsding aus Star Wars, wenn Leia in ihrer Zelle Besuch von Papa Vader bekommt. Ja, zwei davon. Gelben und runden. Also hatte ich nicht jetzt auch so ein... Könnte sein. Ach, Techniker. Gott, es wird langsam so viel. Was ist das? Suchdrohne oder Suchdrohne, wie heißt die andere? Und Stützungsdrohne. Was ist das? Nee, okay. Entschuldigung. Manche Sachen haben wir hier auch doppelt und dreifach drin. Was ist das? Ja, das ist... Okay, ich habe auf jeden Fall so eine Katze. Das ist es nicht. Ein Runabout. shit. Wie sieht denn das Symbol aus? Das ist wie so ein Diamant. Quasi so ein bisschen. Oder so, so eine Kralle von so einem Automaten, wie man früher hatte, wo man mit so einem... Ich hab das Ding doch gesehen. Der eine hat schon so einen Streifen nebendran, das Suchdrohne. Und das andere heißt Unterstützungsdrohne. Muss ich nochmal gucken, irgendwie wird das. Wir haben die doch neulich bekommen bei der Mission, oder nicht? Nee, das sind einfach unsere Exocops. Die hatten wir ja vorher schon. Bloß jetzt sind es halt aus wie Exocops. Okay, die vorherigen habe ich definitiv nicht ausgepackt. Die liegen irgendwo in der Bank oder auf einem anderen Charakter rum. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie neue bekommen mal. Ja, nur das Modell ist neu. Okay. Und damit kann ich glaube ich nicht hin. So, wir müssen hier hin. Müssen uns liften lassen. So. Echt, in unserem Alter schon. So. Eindringlinge auf der Brücke. Tote Eindringlinge auf der Brücke. Genau. Dann mit Captain Underwood sprechen. You made it. Good. We have a lot of work to do here. The Klingons have done extensive damage, especially to our power systems. Mr. Strahl is doing what he can to get main power back online. Care to give him a hand? Ja, das Geräusch kam und ich drehe mich erstmal um. Hä? Was ist denn da auf dem Bildschirm los? Ich dachte, da warft jetzt ein Schiff rein. Schön. Selbstverständlich. So, da hier hinten. Das ist der Buddy vom Stamets. Strahl. Like the captain said, main power's offline. We're sitting ducks without it. And the Klingons know it. Let's get to work before House Mokai turns us all into trophies. Or lunch. Was sollten wir tun? I'll do the heavy lifting. What I need you to do is to bring engineering control to a bridge console. Divert the power flow and enter the new power-up sequence I'm putting together. You got it? Ja, machen wir uns an die Arbeit. So, Steuerung von der Technik umleiten. Engineering control is transferred. Go to the next console to divert the power flow. Die überlasse Matteo. Yep. Power flow is diverted. Input the new power up sequence next. Na da. Ah ja. Nice work. Main power is back online. Dann nochmal mit Strahl sprechen. Nice work. We're not out of the woods yet, though. Our next stop's the engineering lab. I need to get our shields back online and secure some classified data down there. Believe me, we don't want the Klingons getting their hands on it. Gut. Gehen wir zum Technik-Labor. Genau. Auf und davon. Was soll jetzt Lift? Das hier? Ich aber, oder? Nee, nix. Nicht. So. Wir müssen schon bloß zur Ingenieursabteilung. Ich kann mich erinnern, damals waren die Turbolifte irgendwie kaputt. Wir sind ständig getrennt worden hier. Ja, genau. Ach, noch mehr Klingonen. Ich kann die gar nicht anvisieren. Jetzt.
ich das hier? Achso, was sammeln? Das muss halt so sein. Nee, ich glaube, es ist hier vorne. Ja, hier ist es. Wie viele Shuttles kannst du eigentlich hier reinholen? Oder sind das die Exocoms, die dieses Warp? Das sind die zwei Exocoms, zwei Stück habe ich. Ich habe die ganze Zeit diesen Warp soundet. Nee, das kommt von dir, das müsste dein Runabout sein. Meins habe ich hier bei dem Charakter gar nicht. Das spawnt jedes Mal neu nach, oder was? Ja, scheinbar schon. Ja, Entschuldigung, kann ich das deaktivieren? Ich lasse ja alles gut. Ja. Ja, es ist vor allem nur der stumme Begleiter, das ist nicht mal das Angriffsding. So mit Strahlen nochmal sprechen. Not sure how she pulled it off, but that Klingon put a security field up between us. Ja'ula, sie steckt voll Überraschung. Ja'ula? The Ja'ula? This day just keeps getting worse. Look. I need to drop that security field. She's trying to steal that data I told you about on the bridge. We can't let that happen. Watch my back in case any more Klingons pay us a visit. Beeilen Sie sich, Strahl. Ja, das sind halt die Geraden, sind eher gruselig. Most impressive Starfleet. This tech will win the war. This will bring supremacy to my house. And the Empire. Oh, jo. Alles klar. Wait, what? She blocked access. I can't bring down the security field. So. Falls also, noch mal Klingon spawnen. Sind sie weg? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hoch bin. Ach, da. Achso, hier warte mit Strahl nochmal sprechen. Ja, genau. Damn, she's good. Locked me completely out of the security system. I can't get the field down. Fine. Woher kennt eine Klingon? She's not the only clever one in the room. Watch my back. I've got an idea. Ja. Just need a little more time. Ist okay, wir gehen in die Deckung. Aber woher kennt die da oben eigentlich die Föderationstechnik so gut? Keine Ahnung. Spione. Wird gemacht. Wait, she's dropping the field? Look out! Here she comes! Shields online! They can't beam out now. Uh-oh. Der Captain hat sein Haustier freigelassen. Okay, mit Strahl sprechen. Looks like the Klingons aren't fond of our house guest. Shame, really. It's nice once you get to know it. Wie ist unser Status? Ah, well, I have good news and bad news. Wie immer. Beginnen Sie mit der guten Nachricht, bitte. The good news is I managed to corrupt a number of critical data files before she stole them. There's only two people in the galaxy who can figure out that mess now. And neither of them are Klingons. Und die schlechte Nachricht? The bad news, well, there's plenty of uncorrupted data in there that the Klingons shouldn't have. It was classified for very important reasons. We need to stop her. Of course, if half of what they say about Ja'ula is true. Das tut es. Great. To Kuvma's sister, one of the deadliest members of House Mokai.
here. Wonderful. Okay, sure. Okay. They must be headed to the shuttle bay. I brought the shields back online so they can't beam out. If they're gonna leave, they're gonna have to get creative. Let's head down there before Ju'ula gets any more bright ideas. Was zur Hölle war das für ein Ding? That, you should probably make peace with the words "it's classified" when it comes to what you just saw. Seriously, don't worry about it. Believe me, we have bigger problems here, starting with Ju'ula. We need to stop her. Na, voll fun. Okay. Na dann. Die Klingonen aufhalten, Turbolift zur Shuttle-Rampe nehmen. Da können wir hin. Diese Korridore so trostlos irgendwie. Ja, ich finde sie auch eigentlich zu breit für den, für das, was man kennt von der Serie. Ja. Und sie sind sehr wiederholend. Zieh durch? Nee. Nee, das sind ja mehr Klingonen. Da hat jemand das Phaser-Gewehr rausgekramt. Mhm. Da rechts. Da sind merkwürdige Brunnen. Ist man nicht auch irgendwo von so einem dem Vieh angefangen gefallen worden? Sind wir? Ich erinnere mich da. Das vor allem, das sieht hier so aus wie in der ersten Folge oder in der zweiten Folge von Discovery. Dritte. Das ist sogar genau, wo der Teil die ersten zwei waren beim Doppelstern. Ja, ja, stimmt. Die dritte war, wo Burnham auf die Discovery kam. Ja. Stimmt, in so einer Cutscene sind wir angegriffen worden. Ah, ja, jetzt. Do you hear that? Engineering, emergency transport of the specimen to containment. Die Landry war da schon tot. Ja. You okay? Come on, let's go. We're almost there. We really need to stop Ju'ula. Danach werden sie Kreaturen da halten, Doktor. Oh, that'll be exciting. Let me add that to my calendar. Right after we stop the insane Klingon with our top secret data. Less monster, more Klingon, okay? Now let's go. Von. Von mir aus, ich wurde nur von deinem Monster fast gefressen. Ja. We're almost to the shuttle bay. Keep moving. Irgendwas fehlt hier. Da steht einfach eine Tür im leeren Raum. Ja. Da steht eine Tür auf dem Flur. Ja, genau. Eine Tür auf. Wer kennt's nicht, das Lied? Finde ich auch schade. Jetzt haben sie hier schon so eine Lücke drin, ne? Und dachte, man könnte zumindest das Hangardeck hier mal abgrasen. Aber nee, sie haben hier einfach eine Alpha-Wand hingeklatscht. Ja, natürlich. Ein bisschen schade. Ach, guck mal, von der Rückseite ist die Wand sogar wieder da. Aber hier blinkt irgendwas Blaues. Ja, ja. Ah, das ist dein Kraftfeld hier in der Mitte. Okay, verstehe. Ja, ja. Ja, das haben irgendwie... Ist das eine Lücke? Mut zur Lücke. Kann ich da durch? Ja. Ich werde da durchschlüpfen. Ja, nur auf der Augen. LOL. Aber man kann nicht. Oder kann man doch? Schade, nein. Oh, pass auf, dass nicht Weltraumfest. Oh, ich sehe es gerade. Dazwischen ist nicht viel. Ja. Ich komme hier auch gerade nicht mehr raus. Ich habe auch keinen Sound mehr. Oh, vielleicht auch nicht. Aber du kannst wieder zurückhüpfen. Oh, jetzt hängst du da fest. Nee, guck mal, ob du bin weg. Kannst. Oh, oh.
Also nicht weg, ich bin wieder auf dem Flur, meine ich. Ich konnte ja zurückhüpfen. Bin... Oder bist du jetzt runtergefallen? Nee, ich bin doch da. Ja, oh Gott. Ich dachte eigentlich, hätte die Rollen ausgeschaltet. Oh. Tja. Also ich bin unter der Shuttle-Rampe. Okay, ich will nicht dahin, ich weiß es nicht. Ich habe nämlich auch gar keine Buttons. Was soll ich machen? Achso, mit Strahl sprechen. Ja. Lol, meine Crew ist gerade weggebeamt. Also einer davon. Ich hatte es. Ich rede mal mit Strahl, dass wir hier rauspiepen können, bevor du da ins Unendliche nichts fällst. Wieder. Oh Gott. Wollen wir kurz warten? Warte mal. Ja. Vielleicht plumpst du hier oben von der Decke, ich sag's mir, Freunde. Tschüss. Oh nein. Oder er kommt da hinten in der Luftschleuse raus. Oh, mir kriegst du hier von vorne los. Ganz von vorne? Ganz von vorne. Ich kämpfe gerade wieder mit der Glenn gegen die Klingonen. Das kann doch nicht sein, du bist doch hier 2, ah ne, warte mal, das ist der falsche Toni. Das ist mein Besatzungsmitglied Toni mit Y. Du bist im Delta Volanis-Sektor. Ja, ich bin, bin wieder auf der Karte wie vorher. Soll ich mal rausgehen und du auch und dann gehst du nochmal rein zusammen mit mir oder willst du erstmal nur alleine testen? Ja. Ich bleib gut nochmal drin. Ja. Yep. So. Nicht jetzt, nicht zum Alpha-Quadranten. Fortfahren. Wie heißt denn dein, Kapitel? Mir heißt es Geheimnis vertraulich. Ja, da bin ich auch. Gucken wir mal. Nö, bin ich am Anfang. Aber es ist nicht, wir waren ja eh gerade durch. Also von daher. Ich spreche mal schnell mit Strahl. Ja. She stole one of our shuttles. She bypassed execution. Ach nee, ich bin schon am nächsten. Mach mal weiter. And hotwired one of our shuttles. Unbelievable. Ja. She wasn't trying to kill all of us. I'd be impressed. Optionen? Well, that's a short-range craft. There must be a Klingon ship out there waiting for her. We might get out of this yet. Now head back to your ship. Ich glaube, ich habe den nächsten Kater einfach. We'll do the same here. Ja, ich beam jetzt raus. Wahrscheinlich lande ich jetzt wieder bei dir. Ja. 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 Ja, wunderbar. Heads up. Klingon reinforcements are warping in. Protect yourself and the station. But we really need to find out where that shuttle carrying the stolen data went. There's a good chance it's on a cloaked ship nearby. Was genau sind diese Daten? Hate to play the that's classified card here. But you know the drill. Sorry. Take it up with Admiral Kensington if we make it through this. For now, let's focus on those Klingons out there trying to kill us, okay? Vor allem mal ganz doof. Das hier ist doch eine Simulation. Wir wissen doch was es alles war. Also. Ja. Naja. Gut, taktische Abteilung, auf roten Alarm gehen. Genau. So, erledigt. Ja, so. Genau. Eins hat überlebt, so ein widerspenstiges Ding da. Ja, mein Schatz ist schon dran. Glenn hat aber auch knapp geparkt, oder? Naja, also der eine Teil ist schon in der Station bei mir. Ach, ja. Get ready to be happy. I think I know how to find where Ja'ula went. Erklären Sie, schnell. If the shuttle's in range, I can hack into its command matrix and send a self-destruct command. That'll make a big enough boom to reveal the location of the ship she landed on, cloaked or not. Genial. Wo ist der Haken? Yeah, about that. If the shuttle's in a ship, it'll be tough to get a signal through the shields, the jamming, and the cloak. Tough, but not impossible. Get me close enough. I'll make it happen.
We just need to start sifting through this big haystack for one angry little needle. Leave that to us. You protect the station. Okay. Gute Jagd. Keine Chance. Ne. Na, come on. Ruf beantworten. Strahl's plan worked, but Ja'ula's ship was able to go to warp before we could disable it. Das habe ich bemerkt. There's still hope. The explosion did a lot of internal damage to that ship. She's leaving a trail we can follow. So, we're going to pursue Ja'ula and clean up our mess. Thanks for all your help here today. If we pull this off, it could make a big difference in the war effort. For all of us. Viel Glück, Captain. Bis Ende. Flottenadmiral, sind Sie bereit, das System zu verlassen? Aber sicher doch. Oh mein Gott, der Hund haut Shuttles bleiben zurück. Was? Bleibt die Shuttles, ja. Ja, ja. Ja. Jo, Flottenkommando rufen. I think you have an idea who we're dealing with now. Ja'ula was a dangerous opponent in the 23rd century, and it won't take her long to adapt to our time. House Mokai was eliminated in 2389 after a century-long blood feud. When Ja'ula learns about this, it won't be pretty. She might find any number of allies within the Empire with grudges to settle as well. Unchecked, it could lead to civil war. Starfleet Intelligence is working with our allies to find Ja'ula and stop her before things get out of hand. I'll be in touch when we know more. Okay. Wunderbar. Doch, haben wir das wieder geschafft. Genau. Mokai sind vertrieben in die Zukunft. Juhu! Genau. Wobei, das kommt, glaube ich, noch in der nächsten Episode, oder? Weil sie ist jetzt bis jetzt nur geflohen. Ja, ich glaube, dann kommen diese Myzelrisse, die wir untersuchen, ja, oder ja. Sowas, ne? Ja, genau. Und dann fliegt sie da irgendwie durch, ja. Irgendwie sowas war es. Ja. Verzeihen Sie Stern Basis 1, genau. Judy, ja. Dann bedanke ich mich beim Toni wie immer fürs Mitmachen. Ja, immer gerne. Wenn es euch da draußen gefallen hat, gerne kommentieren, abonnieren, liken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Hummel, hummel. Mos, mos.